Hey Junge, wir bleiben jetzt bei der offiziellen Version, dass du krank warst. Nee. Doch? Wir können auch meinetwegen sagen, dass du dich 2 Wochen nicht gemeldet hast, weil es die Wahrheit ist. Alter. Was kann ich jetzt machen? Du kannst zum Beispiel sagen, ich liebe dich, dann machen wir zusammen weiter. Oder du machst die Folgen alleine. 2 Wochen, Mann. 2 Wochen, nicht mal eine SMS. Ist gut, ist gut. Also, ich mag dich. Reicht nicht. Du bist mir sympathisch. Ein Gefühl der Zuneigung entwickelt sich in mir. Das reicht mir. Ah, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Lass mal reden. Allseits beliebter Andi, worüber reden wir denn heute? Wir haben ja einiges nachzuholen. Ach, du hast dich ja einfach nicht gemeldet bei mir. Mein Lieblings-Sidekick Chris ist wieder mit dabei bei Lass mal reden heute. Wir sind den Leuten noch ein bisschen was über den Bachelor schuldig. Geht's dir eigentlich besser? Mir geht's besser. Ja? Und dir? Mir noch gut. Ich hoffe, es bleibt so. Wir haben tatsächlich, wir konnten nicht über das Finale vom Bachelor reden, aber wir wollen das nur ganz kurz nachholen und dann kommen wir zu einem größeren Thema heute von Take Me Out! Hast du das Finale vom Bachelor geguckt? Was frage ich? Du hast das Finale geguckt. Wie findest du die Entscheidung vom Dan? Oh, ey, muss ich ganz kritisch sehen. Ich mochte die Christine überhaupt nicht von Anfang an. Und deswegen, wieso? War nicht mein Fall, muss ich sagen. Ich glaube, die ist von niemandem der Fall. Aber es war nicht... ich glaube, mit der nach unten lacht, hätte er bessere Wahl getroffen. Aber die nach unten lacht, es gab ja danach... Noch so eine Extra-Show, wo alle wieder aufeinander getroffen sind. Die war super cringy, die Sendung. Ja, war unangenehm, aber ich fand auch das Aufeinandertreffen der beiden unangenehm. Ich würde sagen, wir gucken das doch einfach mal. Hallo, komm zu uns. Ja. Ja, okay. Ja, ja, ja. Ein bisschen so, wie als wir uns wieder zum ersten Mal gesehen haben. Ganz genau. Unangenehm. Und der Satz danach ist auch relativ unangenehm gewesen, denn Frauke Ludewig fragte ja, ihr wusstet jetzt nicht so richtig, wie ihr euch begrüßen solltet. Ja. Sie sagte, ja, weiß nicht, Hand geben oder so umarmen und so. Und dann sagt er ja, oder eine Schelle, ist ja hier auch okay. So. Ja, wie findest du das? Jeles hat sich nicht entschuldigt. Nee, Jeles hat sich nicht entschuldigt. Finde ich richtig unangenehm, muss ich sagen. Wie kann man da so sitzen? Und die hat richtig Hate dafür gekriegt im Internet. Ja, aber wie kann man so sitzen? So sitzt sie die ganze Zeit. Nee. Also für die Schmerzen tut es mir leid, ja. Aber nee. Aber was ist denn? Hätte ich Wasser gehabt, was ist denn das für eine Ausrede? Ja. Hätte ich Wasser gehabt, hätte ich ihm Wasser ins Gesicht geschüttet. Hätte ich ein Messer gehabt, hätte ich ihn erstochen. Ja. Aber ich hatte halt nur die Hand. So, ey, ist unangenehm. Findest du nicht auch für eine Frau, Mann? Also unabhängig. Leute da draußen, ihr wisst es ja. Man schlägt sich nicht. Wir sind 2018, wir sind zivilisierte Menschen, man schlägt sich nicht. Und vor allem auch Frauen. Nee, passt irgendwie nicht. Nee, passt nicht. Ja, aber auch dieses ganze Aufeinandertreffen da war, oh, ich fand die auf einmal alle unsympathisch, weil auf einmal alle zeigen mussten, ich stehe da drüber, alle. Ja. Wieso, gab es jemanden, den du nicht unsympathisch fandest? Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich Janine Christine, sie tat mir ein bisschen leid. Ja, zeigte sich mal von einer anderen Seite, ne? Ja, sie tat mir ein bisschen leid. Nein. Doch. Und wieso? Ich glaube, sie ist krass irre. Ich glaube, sie ist irre und hat sich wirklich in den verliebt. Und deswegen tat sie mir leid. Sie hat auch immer direkt geweint bei allem und so. Also offensichtlich aus dieser Show nichts gelernt. So, man sieht sich ja selbst und man könnte ja sich hinterfragen und sagen, vielleicht war das mit dem Liebesbrief vielleicht nicht so eine coole Idee. Tick too much. Vielleicht habe ich auch ein bisschen viel geweint. Nö, war alles richtig, war ganz genau unangenehm. Aber was machen wir denn mit dem Mädchen? Was machen wir denn jetzt? Ich weiß es nicht. Wo findet man Männer fürs Leben? Hast du eine Idee? YouTube vielleicht? YouTube ist zum Beispiel eine ganz gute Chance. Tinder kann man auch ausprobieren. Aber wenn man doch wirklich, wirklich die wahre Liebe sucht, dann geht man zu... Zum Bachelor. Nein, man geht zu Take Me Out. Ach, zu Da war sie doch schon. Da war sie schon. Ja, denn nämlich unsere lieben Talkies, wie ihr euch selber nennt. Okay. Die Talkies haben herausgefunden, dass Janine Christine schon mal bei Take Me Out war und da die große Liebe schon gefunden hatte. Ne? Wir können ja mal einen Screenshot einblenden. Ja. Ist Take Me Out. So spannt man übrigens den großartigen Moderationsbogen zum nächsten Thema. Das war unglaublich. Take Me Out, was sagst du dazu?
Es kommt sehr gut bei den Leuten an, auch bei unseren Zuschauern. Die fragen immer wieder, redet mal über Take Me Out. Ja, redet mal über Take Me Out. Und ich muss ja sagen, ich habe ja den Ball auch so ein bisschen ins Spiel gebracht. So, ja, ich dachte mir so, guck dir Take Me Out, weil ich gucke Take Me Out. Es erinnert mich so ein bisschen an Herzblatt. Kennst du noch Herzblatt? Ja, mit der Trennwand. Mit der Trennwand. Ja, ja. Also nur, dass man sich direkt sieht, aber direkt. Ne? Bei Herzblatt hat man ja nur die Stimme und die Antworten gehört, die aber genauso auswendig gelernt waren. Hast du Herzblatt gerne geguckt? Fand ich toll damals. Fand ich auch richtig. Wer hat das moderiert? Rudi Carrell und danach der Reinhard Fenrich, ne? Ich dachte, Kai Pflaume. Ei, unangenehm, Take Me Out, Mann, es fängt doch mit dem Reinkommen der Männer an. Das ist für mich der cringeste Moment in der ganzen Sendung. Ich finde, aber weißt du was? Ja, nee. Wir können ja mal ein bisschen hier was zeigen dazu, ja? Nee. Wie Männer hier denken, dass sie sich 30 Frauen präsentieren können, damit die sagen, ja, ich will, aber... Wie würdest du denn reinkommen? Ja, ist eine gute Frage. Ich hab mir schon. Was für ein Lied würdest du auswählen? Oh, ich glaube, hatte neulich einer, Hey Ya von Outkast. Ja, Hey Ya, Outkast ist ganz nice. Aber wie würdest du dich dazu bewegen? Wie läufst du an Frauen vorbei? Ja. Und mach mal so ein paar Moves, die du machen würdest. So. Ich glaube, da würdest du krass eingedrückt werden. Echt? Ja, mach mal sympathisch so ein bisschen locker und cool. Viel besser. Viel besser, viel besser. Oder? Ja. Du kannst nur verlieren, wenn du da reinkommst. Ey, ich glaube, du kannst, wenn du ein bisschen Selbstachtung hast, dann machst du bei der Show nicht mit. Wenn du dann aber dich trotzdem entscheidest, für 400 Euro da aufzutreten oder so, dann geh einfach raus, lächle, geh an denen vorbei. Aber dieses Heilpfeifen da, ey, du kannst aber auch nicht jeder einzeln die Hand geben. Ja, du kannst aber auch nicht wie ein anderer Kandidat so machen bei einer Kandidatin. Ist ja einmal durch die Haare gegangen. Kannst du nicht einfach nach vorne gehen und nicht an denen vorbeilaufen? Sondern nee, einfach reingehen und sagen, gut, das musst du. Das ist der Moment, den musst du machen. Da kommst du nicht drum rum. Finde ich super schlimm. Und das ist auch, ich gucke ja Fremdschämen gerne, ja? Ja, aber ich muss ja immer umschalten dann. Das ist für mich ganz schlimm. Dieses Reinlaufen ist für mich ganz schlimm. Da gucke ich mir 70 behinderte Antworten von den Tussis da an, die alles übrigens Traumfrauen sind. Ja? Okay. Ja, hast du mir gesagt. Mich gar nicht gefragt, weißt du, wenn ich reingehen würde? Interessiert mich nicht. Okay. Zu welchem Lied würdest du... Diese Biene, zu dem Lied? Meine nennt. Ist doch lustig. Wenn du da als Willi rauskommst und sagst, ich zeige euch gleich mal meinen Stachel. Das ist doch geil. Du kommst runter und läufst hier zu... Da würde ich jetzt übrigens wegschalten. Nein, du kommst raus und läufst an allen vorbei. Und dann läuft Biene Meier und du machst... Bzzz, und läufst an allen vorbei und dann hast du es gesehen und sagst, hi, mein Name ist Christopher, ich bin 17 Jahre und ich zeige euch gleich mal meinen Stachel. Nur weiß, keiner buzzert. Ich schwöre dir, keiner buzzert. Was sagst du denn jetzt zu den Frauen? Ist da eine dabei, wo du sagst... Nee, bei dir? Und guckt es ja natürlich auch regelmäßig. Und ich dachte mir, da ist aber auch kein... Also, natürlich, die sind alle nicht hässlich, keine Frage. Ne? Da sind alles grundsätzlich sehr attraktiv. Das ist schon die beste Version von denen, die es da gibt, von Optik her. Das ist es, ne? Gemake-up, alles ist schon, natürlich, ja, klar. Also besser auch geht's nicht. Klamottenauswahl und so ist auch nicht all day, sondern ist in diesem Moment, keine Frage. Natürlich die ersten Fragen, wenn Ralf Schmitz dahin geht, sind immer auswendig gelernt. Sie wissen genau, zu wem kommt er hin. Wie findest du, macht er das, Ralf Schmitz? Ja, wie so ein, ach, macht er eigentlich ganz charmant, wie so ein kleiner Flummi, ne? Ja. Also finde ich in Ordnung. Aber was glaubst du, war das Anforderungsprofil da, das zu machen? Einen asexuellen Mann, der das moderieren kann, oder? Ja, ich glaube, jemand, der viel Scheiße erträgt. Jemand, der viel Scheiße erträgt. Das ist das, glaube ich, zu sagen. Ich glaube, asexuellen Mann. Ja? Damit er nicht die Konkurrenz zum Hauptakteur ist. Ach so, meinst du das? Also nicht er ist asexuell, sondern er, keiner findet ihn sexy. Richtig. Würdest du mit ihm? Mit Ralf Schmitz? Mit Ralf Schmitz. Nee, der ist für mich asexuell. Ich könnte da ja auch, also wenn sie das umgekehrt machen würden, da würden Männer stehen. Die kommen. Würde keiner drücken. Nee, der ist zu klein und die Schuhe und die Hose und nee, das geht gar nicht. Also mir würden diese Menschen immer leid tun. Ich könnte gar nichts Böses sagen. Glaubst du, das sind echte Gründe, die da anbringen? Oder sind das auch nur auswendig gelernt? Also grundsätzlich. Also manchmal wird ja dieser Clip gezeigt und dann sieht man so, ja ich bin übrigens kinderlieb. Beep, beep, ich hasse Kinder. Ja, ich finde Kinder scheiße. Ja. Nee? Ich glaube, also grundsätzlich, wenn du als Frau in diese Show gehst, dann kannst du doch nicht riskieren, dass du direkt in der ersten Folge deinen Partner findest. Daran habe ich auch gedacht. Ich dachte mir so, du willst doch im Fernsehen sein drückst deswegen immer raus. Natürlich drückst du raus. Du willst nicht deinen Partner da finden. Du willst in dieser Show bleiben. Also musst du dich immer rausbuzzern. Ist doch ganz klar. Aber findest du das nicht? Das ist so ein bisschen wie auf dem Bazar.
Der ja. Typ geht dahin, stellt, ja. wie unangenehm das sein muss. Und dann wirst du von oben bis unten gemustert. Und, ja. und dann musst du dir von irgendwo so Bratzen sagen lassen. So, ja, nee, der ist aber auch so kein Mann. So ein Mann muss doch Tattoos haben bis hier rüber. So, oh, nee, Leute. Ich habe ja schon mal überlegt, da mich anzumelden, ne? Ja. Und dann direkt bei einer zu drücken, so die mir direkt unsympathisch ist. Also ich drücke bei ihr, dass sie mich beim direkt vorbeigehen. Beim ersten vorbeigehen. Das wäre mal eine gute Nummer. Das müsste mal einer machen, finde ich. Wie würdest du, was würdest du für, die müssen ja auch ab und zu Talente zeigen. Ja. Ich meine, du hast nicht viele, keins, aber was würdest du machen? Oh, was ich machen würde, ich glaube, ich würde so eine Striptease-Nummer machen mit so einem Feuerwehrschlauch. Oder ein Bild malen oder sowas. Ich meine, ich war ja ziemlich gut bei Draw My Life. Da warst du sehr gut, ja. Da warst du wirklich sehr gut. Ich glaube, ich würde rappen. Interessiert mich nicht. Dich interessiert gar nichts. Was ich würd, weißt du, was ich rappen würde? Ich würde sagen, und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Kleine, freche, schlaue Biene Maya. Und dann würde ich... Willst du die Punchline? Wollt ihr mal meinen Stachel sehen? Wollt ihr mal, genau. Kleine, freche, schlaue Biene Maya. Gleich zeige ich euch meinen Stachel. Immer, immer. Immer. Ich zeige immer meinen Stachel. MC Willy? MC Willy, Mann. Alter, verstehst du? Guck mal, wir sind einfach die krasse. Wir müssen mal wieder eine Millionen-Idee-Folge machen. Wir müssen mal wieder eine Millionen-Idee-Folge machen, ich glaube auch. Stell dir vor, du gehst dahin. Ja. Und alle buzzern. Und du kriegst, du bist raus. Ja. Könntest du das ausblenden und könntest da stehen und sagen, hey, so what, Mann, ich bin die geilste Sau der Welt? Oder würdest du, ich würde kaputt gehen. Echt? Ja. Von wie vielen Mädels sind da? Ich glaube, dass das so ein unrealistisches Szenario ist, das mich alle rausholt. Ja, weil ich kann mir das gar nicht vorstellen. Aber jetzt stell dir mal vor, du wärst ich. Achso, wie ich wäre du. Genau. Ja. So, da ist dann, würde, jetzt dann würde ich ja damit mit dir mit dem Feeling sowieso reingehen. Ja, also ich stell mir vor, ich bin du, ja? Und alle drücken mich raus. Ja. Am Ende Hate Speech würde ich sagen, du bist hässlich, du bist fett, ich mag deine Klamotten. Wie viele Mädels sind denn da drin? 30. 30, okay. Susanti ist nicht mehr dabei, ne? Ja, die hat immer gesungen in den Staffeln davor. Die war so toll, lustig. Ey, aber von 30... Nee. Von 30 rausgeht, das würde dir an dir kratzen. Aber wenn dann am Ende so eine richtige Hohlbratze übrig bleibt, ist doch scheißegal. Ist ja krass, wenn am Ende zwei übrig bleiben, die du überhaupt nicht willst. Sagst wie du viele, dann so... Wie viele, die ein Date haben, vögeln danach miteinander? Null, glaube ich. Null? Ja, glaubst du, die sind heiß aufeinander? Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, auch wenn die nicht buzzern, dann haben die so ein kleines Männchen im Ohr von RTL... Jede einzelne? 30 Männchen? Das ist doch zusammengeschnitten hier oder so. Das ist doch hier alles zusammengeschnitten. Wir nehmen ja gerade an 6 verschiedenen Tagen auf. Ich dachte, Leute, das ist live. Ja. Deswegen sagst du mal, ich soll die gleichen Klamotten anziehen. Genau. Ach so. Ja, aber waschen zwischendurch, habe ich auch gesagt. Ach, scheiße, das habe ich hast du vergessen. Ja. Nee, ich glaube auch die am Ende übrig bleiben und nicht buzzern. Ich hatte noch nie das Gefühl, dass da wirklich eine Frau war, die gesagt hat, oh, der ist wirklich toll. War da jemals für dich ein Typ bei, wo du sagst, der ist toll? Ich finde, da sind nur ganz schwierige Männer bei. Frauen wie Männer. Ganz schwierig, finde ich. Also ich kann mich jetzt an keinen erinnern. So. Der von Janine Christine war ganz nett. Ja, ja, glaube ich auch. Ja. Aber der hat sie... Der hat sich übrigens das Leben genommen danach. Ja. Der hat relativ schnell geweint. Und das ist die einzige Möglichkeit, sie loszuwerden. Hat ihm Martin in der Limousine noch einen Brief geschrieben. Aber würdest du eigentlich... Ich würde das Essen auf jeden Fall immer machen, egal wie scheiße die gegenüber zu mir ist. Ne? Würdest du es immer machen, das Essen? Ja, na klar, weil das Essen, das ist ja kostenloses Essen. Darum ging es mir eigentlich. Natürlich. Deswegen auch damit. Ralf Schmitz ist hier übrigens auch von, dass Ralf Schmitz immer was sagt, dann so klein wird und dann sich wieder gerade hinstellt. Wie so ein Männchen. Wie so ein Erdmännchen. Wie so ein Erdmännchen. Erinnert mich auch ein bisschen an ein Erdmännchen, muss ich sagen. Auf jeden Fall eine großartige Sache. Also wenn man es noch nicht gesehen hat, dann sollte man samstagabends auf jeden Fall mal einschalten oder aufnehmen. Aufnehmen ist am besten, weil das dreimal Werbung dazwischen, was mir richtig auf den Sack geht. Aber ein kleines Highlight noch, müssen wir nochmal ansprechen. Bei Take Me Out gibt es immer Intros, ne? Ich finde Intros generell vor einer richtigen Sendung immer richtig geil. Ist dir schon mal aufgefallen? Die machen immer ein Intro. Wo er dann so dasteht und irgendwas putzt und dann laufen nochmal die Mädels über seine... Ach so, so vor dem Intro nochmal so einen kleinen Gag oder so. Ja. So wie bei den Simpsons, der Couch-Gag. Ja, und die haben die immer gemacht und nie das Gleiche. Nie das Gleiche. Nie das finde ich übrigens, wenn das eine Show schafft, immer einen anderen Gag am Anfang zu bringen, dann... Deswegen ist Take Me Out ziemlich hohe Liga. Ziemlich hohe Liga. Ja. Kennst du sonst noch was so auf diesem Niveau ist? Fällt mir jetzt spontan nichts ein, aber also jahrelang immer wieder ein Intro rauszuballern. Neu, immer neu. Immer neu. Obwohl man nie Feedback dafür kriegt. Ja. Wenn man das macht, dann macht man das ja gerne. Glaube ich auch. Ja.
Tolle Sache. Ist eine tolle Sache. Kommen wir jetzt zu unserer allseits beliebten Rubrik AWL WWW UWW UMSW. Alter. Was ist denn so in der letzten Woche noch passiert? Pass auf, ich lese hier mal in meinem schlauen Internet nach. Lies mal nach. Tod und Tod. Wollen wir mit Tod und Tod anfangen? Ja, lass erstmal die traurigen Nachrichten. Genau, erstmal die traurigen Nachrichten, damit wir also dann doch mit Heidi Klum anfangen, oder was? Ja, wieso, was meinst du? Nee, Stephen Hawking ist tot. Stephen Hawking. Er heißt Stephen Hawking. Habe ich nicht gesagt? Nee, Hawkins hast du gesagt. Das G ist stimmlos. Hawkins ist stimmlos? Hm? Hawkins ist die Stadt, in der S rumläuft. Wie läuft er da rum? Jetzt mach doch mal im Ernst. Warst du Fan von ihm? Einer der intelligentesten Menschen auf der Welt. Ach, ich dachte jetzt von S. Stephen Hawking, ja. Hat mich schon irgendwie so ein bisschen traurig gemacht. Ich glaube, der hatte vor allem sehr viel Selbstironie. Ja? Indem er da bei Simpsons war er drin, bei The Big Bang Theory ist er drin. Ja, stimmt, bei Star Trek ist er drin. Spielt er am Ende mit den Taten und so. Ja, stimmt. Was mich so ein bisschen an der ganzen Sache so ein bisschen gestört hat, war, dass die ganzen Leute, die in Social Media unter seinen Todesanzeigen so kommentiert haben, immer gesagt haben so, er hat schon schön gelebt. Ja, warum setzt man das in Anführungszeichen? So. Ich muss die ganze Zeit grinsen, weil ich immer weiß, irgendwas kommt von dir gleich. So. Nee, warum? Ich meine, als ob sie das bewerten, so ob er gelebt hat oder so. Ja. Ich meine, er hatte ALS, ne? Hat er nicht die Ice Bucket Challenge gemacht? Sonst hätte er es vielleicht nicht gekriegt. Toller Kollege von mir, Siegfried Rauch, ist auch mit 85 Jahren gestorben. Ich hatte das Glück, tatsächlich, ich glaube vor 4 Jahren, mit ihm noch Rosamunde Pilcher zu drehen. Habe ich sogar gesehen. Toller Mann. Ja? Wirklich, war ein super sympathischer Mann, hat mir viel erzählt, er hat mir noch erzählt, dass er, als er angefangen hat zu drehen, dass das, glaube ich, quasi in dem Moment nur einen Fernsehsender in Deutschland gab. Hm? Und alles, was am Abend ausgestrahlt wurde, wurde von 30 Millionen Leuten geguckt. Also so eine ganz, du warst Weltstar, wenn du in dem Zeitraum Schauspieler warst. So. Also war wirklich, war sehr sympathisch und toller Schauspieler. Let's Dance. Möchtest du was über Let's Dance sagen? Let's Dance hat gestartet und so viele dabei, die wir kennen. Ist das geil? Die Lochis. Ja. Alter, okay, wir müssen jetzt mal im Ernst, ey. Ja. Wirklich, erklärt mir mal bitte da draußen die Lochis. Willst du dich als 14-jähriges Mädchen von diesen beiden Typen entjungfern lassen? Das kann ich nicht. Also gegen diese. Die halten auch nicht die Fresse, Mann. Die sind auch nicht sympathisch, Mann. Die labern die ganze Zeit mit irgendwelchen durstigen Sprüchen dazu. Und wie heißt die Swarovski-Frau mit Vornamen? Victoria Swarovski. Hat jetzt nicht ihren brillantesten Tag gehabt. Okay, Mann, ist eine Millionenschau. Kannst du mal verkacken. Ist doch in Ordnung. Aber sie hat sich vor den Lochis versprochen und die Lochis grätschen ihr dann nochmal rein und gesagt, hast du das gerade wirklich gesagt? Ich weiß nicht mehr, wo sie mich versprochen hat. Wenn sie zum Beispiel sagt, hier, herzlich willkommen bei Let's Bands. Und dann hat der eine Lochi gesagt, Let's Bands, ja? So, wo du denkst, halt die Fresse, Mann, ey, du spaßt so. Weißt du, der macht 70, der verspricht sich 70 Mal in seinen YouTube-Videos. Der verspricht sich 70 Mal in seinen YouTube-Videos, ne? Und macht die immer wieder neu. Ja. Sollen wir nochmal ansetzen, Mal, oder? Ja, das verspricht sich 70 Mal in seinen YouTube-Videos. Und macht es immer wieder neu. Und dies macht es da in einer Live-Show. Sie hat mir ein bisschen leid getan, was die für einen Hate gekriegt hat, ja? So, kriegt Hate für die Moderation. Warum kriegt sie keinen Hate? Für ihre Silvi-Mais-Blicke. Sie guckt manchmal so wie Silvi-Mais, ne? Sie versucht, das ist total. Das ist der jüngere Klon, so vom Gefühl her. Tut mir ich Sinn. Hätte so gerne über die Moderation. Ich würde ihr am liebsten eine Schelle geben, muss ich sagen. Und sagen, Junge, bleib mal, wie du bist. Stell dir mal vor, zweite Folge Let's Dance. Jeles kommt rein und scheuert dir einfach eine. Das wäre doch geil. Glaubst du, Jessica Paschka würde dazwischen gehen? Nee. Aber eins würde ich den Zuschauern gerne noch zeigen. Und zwar das erste Aufeinandertreffen von dem sympathischen Lambi und Daniel Hartwig. Sehr sympathische Szene, muss ich sagen. Aber was hat RTL nur aus mir gemacht? Ja, ich muss sagen, der Winter war, wenn ich Sie so ansehe, war schon ein langer Winter. Das ist richtig. Oder? Der Winter war kalt, ja, der war lang. Da hat der Herr Lambi vollkommen recht. Haben Sie einen Werbevertrag für gutes Essen bekommen oder sowas? Was für ein Spaß, Mann. Ja, im Winter mal ein bisschen zulegen, ist doch völlig in Ordnung. Man muss, was ist denn das, was muss man sich denn über Menschen stellen? Muss man sich da wirklich hinstellen und sagen, du bist aber auch fett geworden. Vor allem, wenn man selber, ganz genau. Kann man sich das nicht leisten. Mann, so eine Scheiße hat man nicht zu sagen, ey. Ich mag das wirklich nicht. Nee. Vor Millionen Publikum ihm erstmal schön zu sagen, ne, Pummelchen, so.
unsympath, Mann. Ist auch nicht lustig. Ist nicht lustig. Alle das im ist, Studio glaub, lachen nur, weil es ihnen selbst unangenehm ist. Das ist die Sache. Wenn er es irgendwie lustig verpackt hätte, hätte ich damit kein Problem. Ja? Ich sage ja auch mal einen gemeinen Spruch oder so, den ich nicht ernst meine. Aber das war uncharmant. Ja, auf jeden Fall Let's Dance müssen wir nochmal besprechen. Aber machen wir. Aber hast du gelesen, dass Tom Kaulitz jetzt mit Heidi Klum zusammen ist? Irgendwann kann ich's. Ja. Ah, ja. Meinst du? Ja, nee, glaube ich nicht. Meinst du, Würstchen und Brötchen? Nee, glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube einfach, die haben irgendwie irgendein Projekt gemacht für YouTube und sind dann irgendwie da zusammengesehen worden. Der wird irgendwie hundertprozentig bei Germany's Next Topmodel mal auftauchen. Weißt du, was Tom Kaulitz übrigens ganz oft macht? Guckt unsere Videos. Nee. Ja, doch. Und am Ende macht er immer einen Daumen, macht er die Glocke, abonniert unseren Kanal und sagt immer, ey, nächste Woche schalte ich wieder ein, weil Lass mal reden ist das geilste Format ever. Ich erzähle meinen Freunden davon. Und dann, weißt du, wie er sich auch immer verabschiedet bei ihr? Er sagt immer, Shine on.